25 Jahre Globus Mühldorf. Feiern Sie mit. Tolle Geburtstagsüberraschungen noch bis 18. Mai. Festbier aus dem Haus Erhartinger. Familienprogramm am Samstag, den 11. Mai. Geburtstagskuchen, Muttertagsrosen und Verlosung von 25 Tankgutscheinen. 25 Jahre Globus Mühldorf. Feiern Sie mit. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen in Mühldorf am Inn. Heute am 5. Mai ist der bayernweite Heimaterlebnistag und wir nehmen Sie mit zum Besuch von Finanz- und Heimatminister Albert Füracker, der die Perle am Inn, die Stadt Mühldorf besucht und sich die Katharinenkirche und den Mühldorfer Stadtplatz zeigen lässt. Heimat, das ist ein Wort, in dem unendlich viel Gefühl und für die meisten Menschen positive Kindheitserinnerungen, Gerüche, Erlebnisse mitschwingen. Heimatminister Albert Füracker lud am 5. Mai ein zum zweiten Heimaterlebnistag in Bayern. Der erste bayernweite Heimaterlebnistag im Mai 2023 war bereits ein voller Erfolg. Bei einem breiten Angebot von verschiedensten Veranstaltungen zu Heimatthemen, vor allem umgesetzt von Ehrenamtlichen, Heimatpflegerinnen, Heimatpflegern, Geschichtsvereinen, Feldgeschworenen und den vielen bayerischen Museen, konnten die Menschen in Bayern ihre unmittelbare Heimat näher kennenlernen. Nach dem Startschuss im Trachtenkulturzentrum Holzhausen am 5. Mai schloss der Heimaterlebnistag für den Minister Füracker in Mühldorf am Inn. Mit knapp 280 Veranstaltungen bayernweit wurde der 5. Mai 2024 ein echter Heimaterlebnistag für Jung und Alt. In ganz Bayern konnten Traditionen, Bräuche, Volksmusik und regionale Küche und so viel mehr aus der Schatztruhe der bayerischen Regionen erlebt werden. Die Mühldorfer Turmbläser auf dem Nagelschmiedturm machten die heimische Bevölkerung in regelmäßigen Abständen auch akustisch auf ihre Heimat aufmerksam. Staatsminister Albert Füracker auf die Frage, wie dieser Heimattag bislang auf ihn wirkt. Genau, dass die Menschen sich bei uns in Bayern unglaublich gerne für ihre Heimat sich engagieren. Und wir haben in unterschiedlichster Weise Heimatempfinden kennengelernt. Ich war bei den Trachtlern, war bei Gartenbauvereinen, jetzt hier in dieser Kirche in Mühldorf, in dieser wunderschönen Stadt. Es ist alles Heimat, umfasst vieles von dem, was die Menschen empfinden, dort, wo sie leben, wie sie sich wohlfühlen. Und ich freue mich, dass unser Heimaterlebnistag so gut ankommt. In Mühldorf wartete ein besonderes Programm für den Tagesabschluss des Heimatministers. Die Mühldorfer Katharinenkirche, ein Kleinod direkt vor dem Stadtplatz, wartete mit ihrer frisch renovierten Orgel und ihrem komplett renovierten Kircheninnenraum auf den ministerialen Besuch, aber auch auf die Mühldorferinnen und Mühldorfer, die den Tag nutzen konnten, um ein Konzert zu hören und sich über die Entwicklungen in diesem traditionellen Kirchenraum auf dem Laufenden zu bringen. Die kleine Kirche ist von Stiftungsbeginn an im hohen Mittelalter eine reizende Ergänzung zu Mühldorfs größeren Kirchen und vor allem bis heute ein lebendiger Ort für die Mühldorfer Bevölkerung. Dies zeigt sich durch die hohe Auslastung des kleinen Gotteshauses für Taufen, Hochzeiten und viele weitere private Feierlichkeiten. Für den Heimaterlebnistag waren neben den Führungen durch das Gebäude auch stündliche Orgelkonzerte mit Dr. Markus Speckbacher angesetzt. Das Publikum hat es sehr genossen und quittierte immer mit viel Applaus. Und Heimat? Ja, die Heimat, das ist vor allem ein Begriff, mit dem man sich meist nur auseinandersetzt, wenn man die Heimat vermisst. Staatsminister Füracker, kann man denn Heimat neu lernen? Genau dafür werbe ich, dass wir unsere Heimat noch besser kennenlernen. Und dafür dient ja auch dieser Tag mit den unterschiedlichsten Aktivitäten, bietet der Menschen die Chance, die Heimat noch besser kennenzulernen und natürlich auch vielen Veranstaltern die Möglichkeit, auf einige Dinge aufmerksam zu machen, die vielleicht sonst etwas untergehen. Und ich gehöre genau zu denen, die sagen, erstmal die eigene Heimat kennenlernen, bevor man die ganze Welt sich anschaut.
Nach dem Festakt in der Katharinenkirche ging es für die Besucher weiter zum Mühldorfer Stadtplatz. In kleiner Runde wurden die Einzelheiten der Fassaden und Häuser und des Stadtplatz-Ensembles des über 1000-jährigen Mühldorf besprochen. Landrat Max Heimerl zur Veränderlichkeit der Heimat. Heimat ist für uns alle was ganz, ganz Wichtiges, aber wir müssen sie uns einfach immer wieder mal ins Gedächtnis rufen und uns überlegen, was Heimat überhaupt alles für uns bedeutet. Und wir kennen ja viele Städte, wir kennen viele Kirchen, wir kennen viele Museen in der ganzen Welt, aber sich mal anzuschauen, was es hier vor Ort wirklich gibt, ist wirklich absolut erstaunlich. Wir haben ganz, ganz viele Schätze, Kleinode, wir haben gerade die Katharinenkirche besichtigt. Also da ist viel da, was es sich wirklich lohnt, mal anzuschauen. Und Heimat ist natürlich in erster Linie auch ein Gefühl und Heimat verändert sich kontinuierlich und Heimat muss auch gestaltet werden. Und wir sind im Landkreis Mühldorf ja ein sehr schnell wachsender Landkreis. Es gibt eine jüngste Bertelsmann-Studie, die ausgewiesen hat, dass der Landkreis Mühldorf insgesamt in ganz Bayern als der Landkreis jetzt sich entwickeln wird, der am stärksten mit der Bevölkerungszunahme jetzt auch konfrontiert sein wird. Und das heißt in erster Linie, dass Menschen neu zu uns kommen, die müssen integriert werden, die müssen in das soziale Gefüge eingefügt werden. Und mit denen müssen wir uns natürlich auch auseinandersetzen. Was heißt Heimat für uns? Was heißt Heimat für Sie? Und wie wollen Sie gemeinsam, wie wollen wir gemeinsam Heimat dann gestalten? Am Heimaterlebnistag wurden in Mühldorf am Inn vielfältige Aktionen zur Erkundung der Stadt angeboten. Dabei konnten zum Beispiel die Katharinenkirche bei einer Einführung in die Geschichte der Restauration samt Orgelkonzert und der Nagelschmiedturm bei einer Turmführung erkundet werden. Auch das Rathaus bot Führungen samt Schauspielszene an. Und mit der beliebten Innfähre waren kostenlose Überfahrten über den Inn möglich. Ebenso öffnete das Geschichtszentrum und auch das Museum Mühldorf seine Türen. Bürgermeister Michael Hetzel zum Besuch des Heimatministers für Acker in Mühldorf. Ja, wir sind sehr stolz, dass der Staatsminister der Finanzen und Heimat, der Herr Füracker, uns besucht hat heute. Ich glaube, das erste Mal, dass er da war. Und ich glaube, wir haben ihn doch sehr überzeugen können, mal, was Mühldorf ist. Er war jetzt sehr angetan. Wir sind mit ihm noch ein bisschen zu Fuß in die Stadt reingegangen von der Katharinenkirche. Und er, glaube ich, war sehr angetan, was die kleine Stadt Mühldorf hier in Oberbayern so zu bieten hat. Vor allem die kleine Stadt Mühldorf ist ja das Wachstumszentrum in Südostbayern. Nicht nur in Südostbayern, sondern ja in ganz Bayern sind wir mittlerweile eins der Wachstumszentren. Die meisten Leute ziehen hierher und natürlich war es für den Landkreis bezogen, die Studie. Aber im Landkreis sind wir auch der Wachstumsmotor, der Ort, wo am meisten Leute herziehen. Und ich glaube, wenn man hier ist und auch wie viele Leute hier momentan um uns herum sind am Turm, glaube ich, weiß man auch warum. Der Heimaterlebnistag stand wie immer unter dem gedanklichen Motto: Nur wer seine Heimat, seine direkte Umgebung kennt, kann sie gestalten und zukunftsfähig weiterentwickeln. Genau dazu lädt Mühldorf am Inn das gesamte Jahr mit seinen Museen und seinen kleinen Geheimnissen rund um die Stadt immer wieder ein. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, und so geht der Heimaterlebnistag am 5. Mai auch in Mühldorf am Inn zum Ende. Wir hoffen, dass auch Sie die Gelegenheit genutzt haben, Ihre Heimat ein bisschen näher kennenzulernen. Und in Mühldorf am Inn, da warten alle Museen auf Groß und Klein für Sie natürlich das ganze Jahr. Bis bald!25 Jahre Globus Mühldorf. Feiern Sie mit! Tolle Geburtstagsüberraschungen noch bis 18. Mai. Festbier aus dem Haus Erhartinger. Familienprogramm am Samstag, den 11. Mai. Geburtstagskuchen, Muttertagsrosen und Verlosung von 25 Tankgutscheinen. 25 Jahre Globus Mühldorf. Feiern Sie mit!